Oberarzt Andreas Bock hat im Februar einen 39-jährigen Priner überwältigt und entwaffnet, der mit einer Pistole auf seine Ex-Freundin und einen Passanten gefeuert hat. Angst hatte er dabei selbst aber nicht. In dem Moment, wo ich selbst am Anfang mit der Schusswaffe bedroht wurde, war mir klar, dass es eine sehr ernste Situation ist. Ich habe aber natürlich durch die Tatsache, dass ich selber auch schon in mehrere Auseinandersetzungen mit Schusswaffen beteiligt war, versucht, die einfachen Regeln, die in solchen Situationen eingehalten werden sollten, nämlich eigene Sicherheit und Sicherheit der Beteiligten einzuhalten, sodass ich zunächst mal auf Distanz gegangen bin und die Lage beobachtet habe. Ich habe nach dieser relativ kurzen Schussfolge nur Angst gehabt, dass dieser Mensch im Ausnahmezustand das ganze Magazin auf die Menschen weiter leer macht und hatte eigentlich große Angst, dass da noch mehr Menschen geschädigt werden. Bock selbst war schon in einigen Ausnahmesituationen dabei und kennt die Gefahr. Also ich habe schon mit Geiselnahmen Kontakt gehabt. Ich habe auch schon häufiger Patienten gehabt, die damit gedroht haben, sich selbst oder andere umzubringen. Oder die auch Menschen in ihrer Nähe hatten, die sie bedroht haben. Und bin natürlich auch durch Schulungen mit Polizeieinsatzkräften, die wir gemeinsam als Notärzte gemacht haben, auf gewisse Schlüsselsituationen hingewiesen worden und wie man sich auch in solchen Situationen verhalten sollte. Der Oberarzt rät aber strikt davon ab, in einer solchen Situation den Helden zu spielen. Also ich würde allen Menschen, die keine Routine mit bewaffneten Angreifern haben, empfehlen, Distanz zu wahren und zu versuchen, die Lage zu deeskalieren. Ich würde immer einen persönlichen Kontakt mit Tätern oder eine Verkürzung der Distanz abraten und abwarten, bis geschulte Einsatzkräfte kommen, um diese Menschen, die sich in einer Ausnahmesituation befinden, nicht zusätzlich noch unter Druck zu bringen.